Am 20. Januar wird Donald Trump im Weißen Haus einziehen. Er hat jetzt schon Konfliktkurs in mehreren Bereichen zu Belangen von Native Americans. Zum einen hat er schon verlauten lassen oder sein Umfeld, dass er zwei wichtige Projekte, nämlich das Pipeline-Projekt der Dakota Access Pipeline und auch die Keystone XL Pipeline zwischen Kanada und dem Golf von Mexiko, die von Präsident Obama mit einem Veto verhindert worden war, wieder aufgreifen will. Die höchsten Wellen im Augenblick schlägt das Projekt, das Prestigeprojekt von dem künftigen Präsidenten Trump, der Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA. Die Grenze ist ja schon befestigt und jetzt will er da das mit einer Mauer völlig undurchlässig machen. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Native Nations, die halt in diesem Grenzbereich leben, ganz im Süden der USA, die das vehement ablehnen. Sie haben in der Regel Verwandte, heilige Gebiete, viele Bezugspunkte auf der mexikanischen Seite der Grenze und schon direkt nach den Wahlen haben sich da die Tohono O'odham positioniert. Die Tohono O'odham gehören zu den Völkern, die auf der mexikanischen Seite der Grenze und auf der amerikanischen Seite der Grenze leben, im Süden von Arizona. Und sie haben schon angekündigt, dass sie Widerstand leisten werden, wenn diese Mauer auf ihrem Reservatsland erzwungen werden sollte. Da gibt es einen Streifen von ungefähr 120 Kilometern, der durch das Reservat dieses Völkchens führt. Sie haben schon angekündigt, dass sie zur Not sich ein Beispiel nehmen werden an den Standing Rock Dakota und deren Widerstand gegen die Pipeline in ihrem Gebiet. Und der stellvertretende oder Vize-Stammesratspräsident ist auch schon zitiert worden in den amerikanischen Medien, zum Beispiel in der Washington Post, mit dem Ausspruch, nur über meine Leiche wird diese Mauer hier gebaut werden. Das sagt ja eigentlich schon viel. Für sie ist es sehr, sehr wichtig, dass sie weiter ungehindert die Grenze überqueren können. Einmal ist es ihr Territorium historisch gesehen und ist nur durch die Staatsgründung von Arizona und von Mexiko durch die Grenze dann getrennt worden, 1853. Und zum anderen haben sie eben wichtige heilige Orte. Sie sagen, die Wüste, die Sonora-Wüste in Mexiko ist ihre Apotheke, ist ihr Einkaufsladen, ist ihre Kirche und sie wollen sich den Zugang dahin nicht verwehren lassen. Es gab auch schon direkt nach den Wahlen Meldungen aus dem Umfeld von Trump, dass man geneigt sei, dass seine Regierung geneigt sei, indianische Gebiete auch, sie nennen das, zu privatisieren, wenn es dort wichtige Rohstoffvorkommen gibt, wie zum Beispiel Öl oder Gas oder Kohle oder die für Pipeline-Projekte oder andere Dinge wichtig sind. Privatisieren heißt hier vermutlich Aufhebung des Statuses des Gemeinschaftslandes als Reservatsland. Das geht eigentlich dann auch wieder nur durch Gesetzesänderungen oder vielleicht auch durch Verfassungsänderungen, denn das Kollektivland ist durch die Verträge abgesichert und wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit durch die entsprechenden Widerstandsaktionen begleitet werden, denn Standing Rock, das Camp in Standing Rock, hat sehr viele Leute mobilisiert, hat gezeigt, Widerstand kann sich lohnen. Und nach meiner Einschätzung wird jede Aktion der Regierung Trump, die in die Souveränität der Native Nations eingreift, wieder solche Widerstandsaktionen zur Folge haben, die wir natürlich dann entsprechend begleiten und unterstützen werden.